Guten Abend. Ich sehe das als ein sehr positives Zeichen an, obwohl es eigentlich was ganz Gruseliges ist, wovon ich jetzt gleich berichten werde. Ich habe das Video genannt, Jüngere bilden sich mehr, das ist erfreulich, aber auf welche Art die sich mehr bilden, das werden wir jetzt gleich untersuchen. Ich sage gleich, es wird gruselig und ich möchte nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht von wegen der Köhler, der spielt ja mit irgendwelchen Krankheiten oder ist schadenfroh oder sonst was. Also schauen wir uns an, worum geht's. Auf meinem zweiten Kanal, also mein Kampf gegen Krebs mit Methadon, habe ich mittlerweile 683 Abonnenten. Gut, ist nichts weiter passiert. Ich habe mich jetzt erst jüngst zu einer Abschlussuntersuchung des ersten großen Zyklus begeben, oder war es der zweite, ist egal, wie die es auch nennen. Jedenfalls ist erstmal eine Weile vorbei und wir haben eine Zwischenuntersuchung, eine große gemacht und alles ist in Ordnung und es geht aufwärts. Also ich freue mich. Aber davon abgesehen, nicht gleich in die Tasten hauen, Glückwünsche und so weiter, das finde ich nett, aber Achtung, zuhören. Jetzt ist mir allerdings aufgefallen, ich gucke ja mal ein bisschen durch, woher kommen die Leute und so weiter. Ist mir Folgendes aufgefallen, und zwar die Zuschauer. Wer guckt auf dem Kanal, auf diesen meinen Kampf gegen Methadon, gegen Krebs mit Methadon? Und hier haben wir die Altersverteilung. Also nach Alter und Geschlecht, die lila Leute sind die Männer und die türkisenen sind die Frauen. Mal gucken, ne? Weiblich 5,1%, also es sind relativ wenige. Und das ist ein komischer Durchschnitt, 35 bis 44 Jahre, dachte ich, nanu. Aber das gilt nur die letzten 28 Tage, dachte ich, halt, das muss der mal näher untersuchen, denn an sich war es ja mal anders. Die letzten 28 Tage, so, Moment, die hatte ich hier, so, jetzt. Jetzt habe ich untersucht, wie war es 2023 und eigentlich auch die Jahre vorher, aber hier ist es am deutlichsten. So, 2023 hatte ich relativ wenige Gucker, ne? Insgesamt 8,8% für 35 bis 44 Jahre und auch 15,9%. Ja, ist nicht so das Dolle, aber typisch schon. Wer ist von Krebs befallen? Vor allem die Männer, aber die Frauen auch. Und das ist typisch, 41% von 55 bis 64 Jahre und dann ergänzt über 65 Jahre nochmal 20% drauf. Also 60% haben sich sonst immer hier so in diesem Altersdurchschnitt bewegt. So, dann dachte ich, Moment, 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 das gucken wir uns mal anders an. Moment, habe ich das hier? Nein, halt 2023. Na, dann gucken wir mal 2024. Oh, hier hat sich schon geändert. Gut, dann untersuchen wir es mal genauer. Und im Januar war es ganz typisch, da haben sich die Frauen aufgemacht. Und wir wissen alle warum, ne? Man sagt ja dazu Long-Covid oder solche Begriffe, die ja mittlerweile staatlicherseits von den Australiern schon geächtet werden, solche Begriffe, die gibt es ja nicht mehr. Das sind ja nur vorgeschobene Anzeichen für alles Mögliche, für Arbeitsverweigerungen und für die Grippe an sich und so weiter. Solche Sachen kamen da bei den Australiern an. Bei uns natürlich nicht. So, also jetzt im Januar plötzlich die weiblichen Anteile bei den 35 bis 44 Jahren so hoch. Donnerwetter. Gucken wir, was ist dann passiert. Im Februar. Scheinbar haben die dann ihre Männer dazu geholt und haben gesagt, du musst dir angucken. Und selbst die Kinder haben mit. Also meistens geben sich ja die hier, die Studenten, das sind meistens Schüler, die sich ein bisschen älter ausgeben. Das musste ich von meinen Schülern lernen. Und dann kommen die Studenten, also die haben sich natürlich aus Sorge wahrscheinlich auch auf diesen Krebskanal gemacht. So, aber hier, der Anteil ist wahnsinnig gewachsen. Das war der Februar. Und jetzt gucken wir im März. Der ist ja immerhin schon ein paar 20 Tage alt, der ist bald zu Ende. Und der jugendliche Anteil hat sich drastisch erhöht. Hier 34% Männer vor allem, Jugendliche, männliche Jugendliche. Und hier nochmal 24%. Das ist bedeutsam. Das sind 58%, also wieder fast 60%, was sich hierher verlagert hat. Nicht, dass die hier weniger gucken, die älteren Leute, sondern der Anteil von den Zuguckern, der hat sich drastisch geändert. Gucken wir nochmal die letzten 28 Tage, ne? So sieht das jetzt mittlerweile aus. Also, das hat mich dann doch ein bisschen stutzig gemacht. Wie gesagt, wenn ich jetzt mir sage, ja, 2024, ne, schaut relativ ausgeglichen aus, aber vorher in der Zeit war es immer so, dass hier die älteren Semester geguckt haben. Das soll uns zu denken geben. Ich denke mal,
Nicht nur, dass es hilft, nicht, dass ich hier Werbung dafür mache, weil es bei mir geholfen hat und weil ich ja 1000 Fehler gemacht habe. Guckt ruhig auf meinem Kanal nach, was ich für Fehler gemacht habe. Das heißt wohl 1000 Fehler, meine 1000 Fehler. Ohne die hätte ich wahrscheinlich viele Dinge gar nicht machen müssen, aber naja, so dämlich wie ich bin und dann auch als Mathe- und Physiklehrer, das war ganz schön doof von mir. Also da habe ich wirklich Mist gemacht. Sonst hätte ich mir einen Haufen Ärger ersparen können. Aber naja, Köhler weiß es ja mal besser. Ne? So. Also, wie gesagt, das war die Normalverteilung. Und in letzter Zeit, wir wissen ja, das hängt mit irgendwelchen Bratwürsten oder sonst was zusammen, haben sich plötzlich die jugendlichen Anteile stark geändert. Und wenn ich mir das nochmal so richtig angucke, das ist schon gewaltig hier in den letzten 7 Tagen. Ne? Und dann nochmal der Januar. Also hier, das ist drastisch. Drastisch vom Gesamtanteil, wen es da plötzlich erwischt hat. Tja, man sollte nicht so viel Bratwürste essen, dann, beziehungsweise sagen wir es anders, macht was, bildet euch. Wer sich bildet, ja, der hat Wissen. Und wer Wissen hat, der kann es kombinieren. Und das Kombinieren des Wissens nennt man Denken. Nicht vergessen. Na gut, traurig eigentlich, sehr traurig. Ich denke mal, jetzt werde ich noch ein paar Links hier einblenden. Natürlich auch für meine Werbung, damit mir YouTube nicht andauernd die Werbung, die sie bei mir verbieten, aber einfach so draufhaut. Aber das kennen wir ja schon. Das ist ungerecht. Das macht man nicht. Das ist wie an der Nase rumführen und mir ohne Begründung seit ein paar Jahren die paar Quietscher nicht gönnen wollen. Naja gut, ich sterbe nicht dran, aber das ist typisch für YouTube und Kollegen und deren, sagen wir mal, Getreuen. Ne? Die, aber egal, darum geht es nicht. Deswegen, also diese Werbung und so weiter, hat keinen anderen Grund. Denn an dem Buch verdiene ich nicht die Masse. Gut, also, liebe Zuschauer, dann bilden Sie sich, seien Sie noch jünger und bilden sich weiter. Auch auf diesem Gebiet, das kann nicht schaden. Selbst wenn man mal solche Fehler gemacht hat und Bratwürste gegessen hat, kann man immer noch was dagegen tun, hoffe ich. Zumindest kann man es abmildern. Naja, das war's dann. Also. Einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss. Bis dann. Macht was, Leute. Aber macht's gut.